kannst du mir mal eine Geschichte erzählen? Dankeschön. Vor langer, langer Zeit. Ein Tick vor den Römern, ein bisschen nach den Griechen. Entstand in einem weit entfernten Land. Also so fast Afrika? Eine kulturell, gesellschaftlich und politisch einzigartige Bewegung, welche ein tiefes Bedürfnis an Zusammenarbeit und Nächstenliebe predigte. Ah, so eine Mischung von Love Parade und Hippie-Style. Sie selbst nannten sich Hip-Hop-Nesen. Ah, Hip-Hop-Nesen von dem Hip-Hop-Restaurant. Ah, ich weiß, in der Minute 23. Vor nicht geraumer Zeit passiert das Unvorstellbare. Ein kleiner Kern, direkter Nachfahre, entfachte nach jahrhundertelanger Abstinenz eine Denkensrichtung, die der Hip-Hop-Nesen reflektiert, auf die heutige Zeit entspricht. Sag mal, was laberst du da eigentlich für einen Scheiß? In Anlehnung auch haben. An die damaligen Götter. Ich will nicht mal ausreden. Mondacello. Casey Klimbing. SKL. Kauf. Und Pork. Benannte und formierte sich eine Gruppierung junger, angespornter, motivierter, ehrgeiziger, enthusiastischer, euphorischer und ziemlich dummer Menschen. Wer ist das?